Moin Moin! Ich begrüße euch aus dem hohen Norden Ostfrieslands. Folgendes, ich wurde mittlerweile schon öfters angehauen, ey, kannst du nicht mal Tutorial-Videos machen? Na so, dann habe ich in meiner Facebook-Gruppe NordChili eine kleine Umfrage gemacht. Es haben ein paar Leute daran teilgenommen und die haben alle mit Ja abgestimmt. So, ich habe dann dementsprechend auch schon Equipment bestellt, aber es dauert halt immer alles ein paar Wochen. Ne? So, dementsprechend versuche ich es jetzt hier so ohne groß Equipment zu machen. Ja, und wir sehen uns dann gleich wieder auf meinem hübschen Pflanztablett. So, da wären wir. Und zwar, ich habe aus einer Paprika vom Discounter habe ich alle Samen entnommen. Das waren 27 Stück. Ja, innerhalb von wenigen Tagen sind alle 27 gekeimt. Ja, und ich bräuchte eigentlich nur 2 Stück. Ja, so. Jetzt habe ich dann bei ein paar Freunden rumgefragt, wollt ihr Paprika haben? Dann hat ein Kumpel gesagt, jo, ich nehme wohl 3 Stück. So, dementsprechend Gefäße. Warum Plastik? Warum Plastikbecher? Und nicht irgendwelche Naturfasergefäße. Plastikbecher sind mehrfach wiederverwendbar über viele, viele Jahre, wenn man damit vorsichtig umgeht. Naturfaserprodukte müssen immer wieder neu hergestellt werden. Dafür geht immer wieder Energie drauf, die durch Braunkohle, Atomkraft oder sonst was hergestellt wurde. Deswegen einmal produzierte Becher halten mehrfach. Ja, ich habe mir auch schon 3 hübsche ausgesucht. Und zwar, wenn wir einmal gucken wollen. Einmal diese Schönheit hat schon wunderschönes zweites Blattpärchen. Dann hier die ganz große. Und dann diese hier, die hier in der Ecke. Die fängt auch schon sehr gut an. Na? So, dann wollen wir loslegen. Und zwar, ich benutze für meinen Kumpel, weil er halt gerne Blumenerde nimmt. Ich persönlich bevorzuge Kokoshumus, weil die Pflanzen dann einfach luftiger sind. Der Boden ist locker leicht. Und ja, Kokoshumus ist noch ein Abfallprodukt. Ne? Es ist zwar ein bisschen teurer wie Blumenerde, aber es ist steril. Ne? Es ist ungedüngter Kokoshumus, muss ich dann aufdüngen. Aber dafür gibt es ja auch biologische Produkte, sag ich mal. Ne? So, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Gemisch gemacht, 2:1. 2 Hände Blumenerde und eine Hand Kokoshumus. Ne? Dass es ein bisschen lockerer ist, ein bisschen luftiger. Ja, toll. Da haben wir es wieder. Ne? Billige Blumenerde. Jackpot. Ja, hätte ich, glaube ich, vorher aussieben sollen. Egal. So, auf jeden Fall ist es an und für sich. Es ist locker, es ist fluffig. Es ist, ja, bröselig. Ne? Aber egal. Ich bin kein Gartenprofi. Es kommt alles mit der Zeit. So, dann wollen wir loslegen. Ariasis. So. Ich benutze zum Pikieren einmal der Becher. Habe ich 5 Löcher im Boden gemacht. Habe ich reingebrannt. Ne? Ich habe dazu einen Metallgegenstand. Habe ich erhitzt mit einem Feuerzeug. Und dann halt die Löcher reingebrannt. Kinder, wenn ihr das seht, nicht machen ohne elterliche Aufsicht. Das kann sehr, sehr gefährlich sein. Drum fangen wir an. Ich benutze keinen Pikierstab. Ich nehme stinknormalen Esslöffel. Ja, so. Dann schön unten drunter. Oh, man sieht schon, die Erde ist richtig schön locker. Ja. Hat sich hier schon gut verwurzelt. Ich merke das schon. Oh, die Nachbarpflanze, die wollte. Oh. Uiuiui. Ja, aber sie kommt. Sie kommt. Wundervoll. So ein bisschen die alte Erde abmachen. Ja. Gucken. Das ist übrigens stinknormale Aussaaterde. Ne? Ja. Und wie man schon sehen kann, es ist relativ gut verwurzelt.
Ne? So, deswegen sage ich auch immer, Leute, pikiert erst, wenn das zweite Blattpaar schon so ansatzweise zu sehen ist oder voll ausgebildet ist. Ansonsten sind einfach nicht genug Wurzeln vorhanden, dass das Ganze, dass das Pflänzchen oder der Keimling dann einfach nicht vernünftig die Nährstoffe aufnehmen kann im Boden. Ne? So, das sind auch ganz, ganz dünne Wurzelchen. So, die packe ich jetzt mal zur Seite. So, dann schnappe ich mir hier einen Becher. Fülle den bis drei Viertel voll, sag ich mal. Ja. So. Ja, komm. Mach mal 7/8. Ja. Sind wir nicht so geizig hier. So, ein bisschen andrücken. Okay, da ist noch Platz für mehr. So, einen Löffel noch. So, noch mal ein bisschen andrücken. So, dann, ich benutze keine Pikierstäbe. Ne? So, ich nehme meinen kleinen, dicken Finger, drücke ihn schön tief rein. So, ein bisschen kreisen, dass die Ränder halbwegs stabilisiert werden. So, jetzt habe ich ein hübsches Löchlein, das sich schon wieder zugewuselt hat. Ja, so, Zeigefinger. So, na, willst du wohl. So, jetzt nehme ich das Pflänzchen und ich, na, willst du mich jetzt hier veräppeln? Ja, das ist der Nachteil, wenn man trockene Erde nimmt. Na, die will einfach nicht, wie man selber will. Die will einfach nicht. So, jetzt artig bleiben hier. Artig. So, Löchlein. So. Oh, jetzt kommt das schon wieder zu hier. Ey, da kriegst du doch die Pimpernellen bei. Vorführeffekt. Tut, tut. Ne? So, komm. Lass dich begraben. Das klingt böse. Das klingt ganz böse. So, ein bisschen Mehl mal nachdrücken. So, jetzt haben wir das Pflänzchen hier drin. So, jetzt ist aber noch ganz, ganz viel Platz bis oben hin. So, das versuche ich dann wieder auszugleichen. Ich versuche die Erde bis zum Ansatz, also bis zu dem Teil, wo sich die Blätter spalten, oder ab dem Teil, versuche ich dann die Erde aufzufüllen, damit sich der Stängel unten drunter dann auch noch schön zum Wurzelwerk entwickelt. Ne, das ist das wunderschöne Wunder der Natur. Ja, jetzt muss ich hier ganz viel mit links machen. Ich bin eigentlich Rechtshänder, damit ihr auch alles seht. Aber meine Güte, das mache ich doch gerne. Ne? Jo, jo. So, kleines Baby hier. Ja, schon wieder so einen dicken Brocken hier. Ariasses. Bisschen leicht andrücken. Gut, kann noch was rein. Jo, schmeiß weg. Zum Glück habe ich die Unterlage hier. Dann schmier ich meinen ganzen Herd nicht ein. So. Das sollte so ungefähr hinkommen. Gut, das zur Seite. So, dann habe ich hier einen wunderschönen Drucksprüher. Ne? Oh, guck mal. Florian Rigotti Aufkleber. Ja, ich habe im Dezember an so einem Gewinnspiel teilgenommen. Und habe ich dann tatsächlich gewonnen. Da bin ich sehr froh drüber. Ja. Ja, ich gucke übrigens jedes einzelne Video von Florian Rigotti, jeden Sonntag, vom Ralf, vom Selbstversorgerkanal, von Jen und ihr Mann, vom Gartengemüsekiosk, vom Stefan, oh Gott, das tut mir leid, jetzt weiß ich den Namen gerade nicht, ach du heiliger Bimbam, Stefans Gartenkanal heißt er, glaube ich, ne? Das ist auch ein Garten-YouTuber, der kommt bei mir aus der Heimat. Ne? Ja, und wovon ich auch ganz viel gelernt habe, Detlef Römisch. Ne? Der macht zwar nicht viel mit Garten, er macht viel in der Wohnung oder im Haus, aber man kann so einiges von ihm dann doch noch mit übernehmen für den Garten und für die Anzucht und so weiter. So, dann werde ich mal vorsichtig besprühen. Ne?
Ja, die Erde, die ist jetzt erstmal ein bisschen, die ist furztrocken, ist die. Deswegen steht das Wasser da ein bisschen drauf. Und ja, es zieht. So, noch mal eine Runde. Jo. So, das sollte reichen. Ja, so einfach ist Pikieren, meine Freunde. Na, jetzt haben wir hier. Pusten. Ah, komm. Lass dich nicht hängen, meine Süße. Ja, jetzt haben wir hier ja, pikiert. Ne, das ist alles gar nicht so schwer, wie es aussieht oder so. Das ist eigentlich alles Killefit. Ne? Ja, dann werde ich das jetzt auch noch mit den anderen beiden machen. Und ich würde sagen, dann melde ich mich wieder. Ne? Jo, alles klar. Dann bis gleich, Leute. Ja, da ist er wieder. Da ist er wieder. So, ich habe jetzt mittlerweile alle drei Stück pikiert. Ne? So. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, keine Ahnung. Ich kann kein Italienisch. Ariasis. Ne? So, alle drei Stück. Ne? Alle leicht angegossen. Ne? Ja. Das sieht gut aus. Ja, ja, diese drei stelle ich dann jetzt unters Licht. Und dann sollen sie mit keimen, bis mein Kumpel die abholt. Ja, ja. Ja. So, da haben wir alle drei unterm künstlichen Licht. Ne? So. Ja, da will ich auch nochmal gleich einen kleinen Überblick verschaffen. So, hier habe ich auf der Heizmatte habe ich noch 5-mal Thai Chili. 2-mal Pepperoni, 1-mal Peter Pepper Orange und 3-mal Jalapeno. Genau, Jalapeno. So, ich habe halt den Fühler im Boden drin. So, wir haben hier 30, schlag mich tot Grad haben wir hier. 30,1 Grad. Ja, eigentlich eine saugute Keimtemperatur. So, dann habe ich hier meine Paprika, die ich vom letzten Jahr mit habe übernommen. Entschuldigt bitte dieses grässliche Licht, aber es muss halt sein. Ne, so, die schmeißt schon ihre wunderschöne Blüte. Ne, da bin ich gestern mit ein Ohrstäbchen rein und habe mal versucht, die zu bestäuben. So, dann haben wir hier ne, wieder die Paprika. Haben wir hier Mini-Chilis. Diese beiden sind Carolina Reaper. Ich bin sehr gespannt, wie die schmecken und wie scharf die sind. Ne, dazu gibt es dann im Sommer auch Verköstigungsvideos. Ja, dann haben wir hier verschiedene Pflänzchen. Tabasco, Cayenne, Mini-Chili. Ja, hier ist mein Experiment. Ja, dazu werde ich aber auch nochmal ein Video machen, die Tage. Ja, da wo ich mir das habe abgeguckt von Detlef Römisch. Ja, und hier sind meine größeren. Hier ist dann tatsächlich die Pflänzchen, die nach dem Pikieren in die erste Schale kamen. Viele werden mit Sicherheit diese Urinbecher vom Doktor kennen. Ne? So, die gab es hier in einem Restpostenmarkt saugünstig. Da habe ich mir erstmal ein paar Stück mitgenommen. Da habe ich die dann reinpikiert. Und wenn das Wurzelwerk dann schon passend war, hab ich die dann in diese Trinkbecher. Ne? Und wenn die dann fertig sind mit den Trinkbechern, dann kommen die in etwas größere Pötte. Weil wie mir gesagt wurde, jedes Mal umtopfen, stärkt die Pflanze wieder. Ne? Ja, das werde ich dann ja sehen. Also, das ist Wahnsinn. Das ist meine Habanero vom letzten Jahr. Die geht hier auch ab wie Schmidts Katze. Ne? Leider nur einseitig, aber ist mir doch egal. Besser einseitig wie gar nichts. Ne, die produziert hier auch fleißig Blüten, ne, Blütenansätze und was weiß ich nicht alles. Ja, hier hinten steht der Peter. Ne, sorry, das ist Peters Bruder. Ne, das hier ist der Peter. Ja, und vielleicht fragt ihr euch, wieso ist überall Sand drauf? So, und wieso sind da immer so komische gelbe Täfelchen oder gelbe Sticker? So, das ist zur Abwehr von Trauermücken, ne, die ich leider in meiner billigen Anzuchterde zuhauf drin hatte.
Ne, die habe ich dann jetzt aber durch einen namhaften Hersteller ersetzt. Ne, so, dann haben wir einmal hier mein 50 Watt Panel. Soll die erstmal bestrahlen und ja, sie kommen sehr gut. Definitiv. Ne, so, dann hier für den großen Tisch. Ne, zur Allgemeinbeleuchtung habe ich mein neues 100 Watt Panel. Das finde ich auch sehr geil. Oh, man sollte nicht geil sagen. Oh, böses Wort, Hariasses. Ja, und falls das dann doch nicht reichen sollte für die Anzugsstation hier vorne, dann habe ich immer noch mein 15 Watt Panel, was mir jemand aus der Chili-Gruppe als 45 Watt Panel und nur einmal benutzt verkauft hat. Na, so, von wegen nur einmal benutzt. Ja, da ist nämlich oben drin in dem Plastik ist nämlich ein Riss. Und von wegen 45 Watt, dann ist ein 15 Watt Ding drin. Ja gut. So, dann habe ich soweit erstmal alles erklärt, alles gesagt. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich zum Abspann wieder. Ja, dann Holdrio. So, da bin ich wieder. Pack! Und schon sind wir mal eben geswitcht. Von meiner Anzugsstation mal eben wieder in meinem Wohnzimmer. Und zwar muss ich mich erstmal dafür bei euch entschuldigen, dass das alles so wackelig teilweise war. Und dass ich dann erst zu spät gemerkt habe, okay, ich muss das alles mit links machen. Ja, es ist halt mein erstes Tutorial-Video. Das ist, ja, kann halt passieren. Ne? Nobody's perfect. And my name is not nobody. Ja, ich muss auch noch mal dazu erwähnen, ich bin kein Vollprofi. Es ist meine erste Aussaatsaison. Ne? Ich hatte 2017, also letztes Jahr, hatte ich schon 3 Habaneros. Die habe ich aber von einem Kumpel geschenkt bekommen, schon als Stecklinge. Ne? So, dass ich sie so im großen Pott rein knallen konnte. Und dann Attacke gebeam. Ne? Ja. Also ich schätze mal, die Audio- und Videoqualität und allen Zip-Zap wird dann wesentlich besser sein, wenn ich meine Ausrüstung habe. Aber wie gesagt, das dauert halt alles ein bisschen. Ne? Ja. Und ich weiß, jetzt werden wieder Vollprofis, die schon 5 oder 10 Jahre mit dabei sind, die werden dann sagen, hast du falsch gemacht und das muss man anders machen. Dazu kann ich nur sagen, jeder macht es anders. Und ich mache es momentan so, wie es mir von so einigen Leuten empfohlen wurde. Na? So. Und aus den Fehlern, die ich dieses Jahr in meinem ersten Jahr mache, kann ich für das zweite Jahr wiederum lernen. Na? So. Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit geholfen und gefallen. Ne? Dieses Video ist ja wirklich an die Anfänger gerichtet, die dann hier und da mal auch mal eine Frage stellen, etc. blablub. Ja. Dann, ich wäre sehr erfreut, wenn ihr mir dann so einen Daumen da lasst, eventuell ein Abonnement und auf meiner Facebook-Seite auch nochmal einen Daumen da lasst. Nord-Chili, großes N, großes C. Ne? Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Blub, ist er unten. halt vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wie ich schon sagte, in den nächsten Tagen werde ich dann auch nochmal mein Hydroponik-Projekt vorstellen mit der Cayenne-Pflanze, mit der Cayenne-Chili. Ja, und dementsprechend wünsche ich noch ein angenehmes Restwochenende oder einen angenehmen Restsamstag. Ne, für die Leute, die heute noch auf Piste gehen, Prost! Ja, und für die, die einen gemütlichen Abend machen, ja, genießt ihn. Ne? Ich würde sagen, wir sehen uns wieder. Cheerio, Miss Sophie!